Willkommen, liebe Clasher, heute mit einer zweigeteilten Folge. Einmal 4 Clan-War-Angriffe und 3 Farm-Angriffe zum Nachmachen für jedermann. Und wir beginnen mit dem Clan-War. Ein paar Einblicke dazu. Der erste Angriff ist die Nummer 8, die ich zeigen mag. Von dem Mehmet, Rathaus 8 auf Rathaus 8. Beginnt mit einem Schweini zum Locken hier oben. Hat er perfekt gemacht. Und na, so ein Angebot sollte man nehmen. Wenn ein Gebäude so weit außen steht, dann kann man wunderbar das locken. Das würde ich auch so mitnehmen. Hervorragend. Und so ist es auch super hier. Mit den Bogies im Kreis. Der Drache kann immer nur einen Bogie abschießen. So können die in Ruhe drauf schießen. Dauert natürlich seine Zeit. Aber das spart Truppen. Vielleicht hätte man auch Magier nehmen können. Aber es klappt. Wie man sieht, mit dem Giftzauber zusammen ist das Thema dort jetzt erledigt. So. Da kommen jetzt die Schweine. Die Riesenbande dort. Und wichtig sind die Heilzauber dort schnell zu setzen und auch taktisch gut zu setzen, dass die wirklich dort sind, wo die Truppen hinrennen werden. Das muss man etwas vorausberechnen. Er hat auch super hier noch einen Zauber übrig. Einen Heilzauber. Okay. Das klappt sogar ohne den Heilzauber. Dann hat er noch die Cleanup-Trupps. Einiges an Bogies. Ja, das ist jetzt nicht so schwer mehr. Da wird einfach abgeräumt. Ich spule mal etwas vor. King noch zu setzen. Ich glaube, das kann auch jeder hinbekommen. Da muss man keine Angst haben, da zu failen. Das klappt. Den Schweinen können eigentlich nur Riesenbomben oder schlecht gesetzte Heilzauber schaden. Sehr gut gemacht. Den nächsten Angriff möchte ich zeigen auf die Nummer 5. Vom Aale, Rathaus 10 auf Rathaus 9. Da sind die Helden auch noch lange nicht maxt. Und er kommt von unten mit dem Golem, Mauerbrecher und einer Linie Magier. Sehr gut. Hier werden die Magier angeschossen, die sind ungeschützt auf dieser Seite. Kann immer nur versuchen, so gut wie möglich zu schützen. So, King läuft rein. Hat auch noch Schweine im Angebot. Die Queen räumt jetzt erstmal den aufgeplatzten Hund auf. Die Schweine kommen schon von oben hier. Ein Teilzauber ist wichtig hier oben. Genau, und jetzt rennen die Schweine da auch super rein. Das hat toll geklappt. Richtig schön gesetzt. Aber die Lavawelpen leben immer noch hier unten. Ah, der Heilzauber sitzt auch gut. Ja, da ist nicht mehr ganz so viel am Leben. Doch, ja, doch einiges an Schweinen lebt noch. Und mit Kobolden und Bogies, Cleanup-Trupps, okay. Da kann man zumindest die Kobolde schön nutzen, um ganz schnell noch die Gebäude wegzurasieren. Tja, das hat auch super geklappt hier. Und das letzte Gebäude ist gefallen. Sehr gut. 100%. Gut, er ist auch ein Rathausstufe höher. Okay. So, dann die 3 auf die 3, gleich auf vom Chefgott. Rathaus 10 auf Rathaus 10. Single Infernus. Für Hexen gut gemacht. Haben eigentlich viele mit angegriffen, bevor die Hexen etwas degradiert worden sind. Aktuell ja mehr die Walküren. Finde ich schön, dass auf diese Art und Weise noch angegriffen wird. So, die Mauerbrecher haben an allen drei Stellen geklappt. Hervorragend.
Linie Magier dahinter und die Hexenbande. Wut drauf. Die müssen sich jetzt durch die Mauer bohren. Das hat ein paar Sekündchen gedauert jetzt. Und Sprung in die Mitte. Ich finde diese Base nicht so leicht zu bekommen, weil man immer von irgendeiner ungünstigen Seite kommt. Gerade weil hier in der Mitte die Tesla stehen. Die Base ist ja bekannt, ist ja nichts Neues. Und 35%. Wir brauchen noch ein paar Prozent. Das Rathaus müsste jetzt auch fallen, jawohl. Und 47% leben einiges an Truppen hier, außen überall noch. Der Golem hat sich leider ja festgefressen. Dann wären das bestimmt noch mehr Prozente geworden. 54%. Das hat schon geklappt. Queen noch gezündet, schön auf der letzten Außenkante. Hier war das gut so. Manchmal kann man die Queen eher zünden, wenn sie ein Inferno ausschaltet, zum Beispiel ein Multi-Inferno, der irgendwas anderes gerade brutzelt, um die eigenen Truppen mehr zu schützen. 60%. Und da kommen noch Prozente. Oh, eine Minute, noch eine Minute 30. Da spule ich mal schnell vorwärts. Ja, der Golem wird wahrscheinlich auch noch den Magierturm hier kaputt kriegen. Zumindest wenn er gleich aufpoppt. Ne, kommt schon eher. Aber wenn der Golem aufpoppt, macht er ja auch Schaden. Das hat man gerade gesehen hier an den Gebäuden. Ja. 64%. Schön gemacht. Und zum letzten Clan War Angriff, den ich zeigen mag, die 1 auf die 1 vom KBC Rathaus 10 auf Rathaus 10. Ein Angriff GoVP mit Valkyren. 5 Valkyren noch dazu. In der Mitte schön aufgemacht, dann können die Valkyren gut ihre Arbeit machen. Linie Magier hinter den Golems. Müssen jetzt gleich die Mauerbrecher kommen. Genau, hier kommen die Mauerbrecher. Das klappt hier gut, weil die Magiertürme hier außen stehen. Dann können die Mauerbrecher da gut ihr Werk machen. Ich bin inzwischen sehr vorsichtig geworden, wenn Magiertürme an Mauern stehen, die ich aufbrechen möchte. Also ein hoher Magierturm, ein Schuss und die sind hin. Schön gefrostet hier auch. Auch der erste Frost war gut. So, 42%, die Mitte schon entkernt. Da haben bestimmt auch die Valkyren gut mitgearbeitet. Queen ist noch nicht gezündet. Da kann man noch was rausholen. Die 50% wird er ganz locker holen. Und die Queen kann er jetzt noch zünden. Ja, da ist es 54%. Wenn die erstmal unter Wut ist, macht die Queen einiges an Schaden und an Prozenten. Und dann kriegt sie noch den Magierturm. Ja. 56%, er hat noch ein paar Clean-Up-Trupps übrig. 58%, jetzt kann er ja Clean-Uppen. Man sieht, hier unten ist kein luftverteidigendes Gebäude mehr. Also spule ich mal vor, das dauert noch ganz schön Minuten hier. Hier oben auch. Och, das ist ja so viel außen hier, so viel möglich. Also die Base könnte besser gebaut werden. Gut, man könnte sie als Anti-3-Sterne-Base sehen. Kann man so sehen. Aber so kriegt man sehr hohe Prozente. Die sind beim Unentschieden ja nicht unwichtig. 80% vom KBC. Super. So, und jetzt kommen wir zum Farmen. Erstmal ein Gegner, der in der Mitte von mir entkernt wird. Man sieht hier, es liegt ziemlich viel in der Mitte. Da kann man was mitnehmen, das lohnt sich. Dann setze ich alle Helden natürlich dazu. Da hätte ich die Riesen vielleicht noch ein bisschen eher setzen können, dass die ein bisschen mehr geschützt werden. Sprung in die Mitte. Hier ist wichtig, dass mir nicht allzu viele Truppen außen lang rennen. Und Kobold hinterher. Der eine Single Inferno ist eine Einladung. Zünde ich natürlich den Warden, damit sie ein paar Sekündchen geschützt werden. Und da hätte ich in der Clanburg auch noch einen Drachen. Und schön noch zünden die Helden. Jetzt muss der Inferno noch schön schnell sterben dort. Jawohl. Dann hat er in der Mitte nichts mehr groß zu verteidigen. Die beiden X-Bögen dort oben und rechts sind im Ausbau. Ein Angebot. Und so haben wir 462.000 Elixier schon mal gemopst.
Die brauchte ich für meinen Warden zum Ausbau. Das war eine schöne Sache. Als nächstes kommen wir zu einem 850k-Angriff von mir. Auch alles in der Mitte. Auch wieder einer der Infernos im Single-Modus und einer im Multimodus. Dachte ich mir, den kriegst du. Rein damit. Dann die Valkyren vorausgeschickt mit dem Giftzauber dazu. Dass die Truppen vom Gegner auch nicht so schnell angreifen und auch schneller sterben. Außen alles weggemacht und dann rein damit. Und hier konnte ich den Sprung auch so setzen, dass die Truppen nicht woanders her können, dass sie in die Mitte müssen. Und das ist wichtig, dass sie alle dort reinkommen, weil man sieht, da sind eine Menge Skelettfallen, da sind beide Infernos dort. Das muss klappen. Leider bohrt sich mein Held, warum auch immer, links weg, der King. Wenigstens der Warden geht rein. Die Queen war gerade nicht verfügbar. Und so entkerne ich dann auch die Mitte. Da fällt gleich das Rathaus, das machen die Kobolde schon überwiegend kaputt. Genau. Mit diesen Angriffen möchte ich auch zeigen, dass im höheren Rathaus-Level-Bereich trotzdem eine Menge möglich ist. Man muss nicht nur außenrum farmen, wenn gerade solche Offline-Gegner oder überhaupt einfache Gegner nicht verfügbar sind, dann muss man sich eben auch an solche Gegner ranmachen, finde ich. Die lohnen sich. Und hier wollte ich unten noch den King ein bisschen unterstützen mit Mauerbrechern. Das ist leider immer irgendwie wieder einem Riesenbombe losgegangen. Ich habe es einfach nicht aufbekommen. Hat einfach nicht geklappt. Nicht schlimm, der King hat sich da selber dann durchgebohrt und noch ein bisschen Gold gemopst. Da leben auch noch die beiden Hexen. Und dann habe ich abgebrochen, damit der King nicht noch mehr beschädigt wird. Und zum Schluss einen dickeren Gegner mit 1,25 Millionen Loot. Der hat Spaß gemacht, aber auch wieder sehr verteilt. Also ein bisschen was in den Sammlern und Minen und aber auch in den Lagern. Also bin ich von der Seite rein dort erstmal, um die Elixierlager zu erwischen und auch um das Rathaus eventuell zu erwischen nachher noch. Erstmal außen das Leichte. Da links sehe ich, da hätte ich noch ein bisschen tiefer reingehen können, denn die Riesen leben noch eine Weile. Ich vielleicht noch ein paar Mauerbrecher hinterher setzen müssen. Aber ich war wahrscheinlich erstmal mit dem Äußeren beschäftigt dort. Auch im Nachsetzen. Solange die Riesen leben, kann man immer noch schön Kobolde setzen. Da rechts nämlich die eine Mine dort habe ich nicht ganz erwischt. Und da oben ist ja auch ein Angebot, also ein Elixierlager rauszustellen. Nehmen wir mit. Wir schon bei 700k durch, 750k genommen. Hab noch ein paar Truppen übrig. So, außen ist jetzt so gut wie alles weg. Da, jetzt nehme ich die Mine doch noch mit. Die muss ja auch noch fallen, denn da ist ja noch ein bisschen was drin. Das Schälchen sieht man, da ist noch was drin. Das Schälchen nimmt ja ab, wenn man es kaputt macht, an Füllung. Naja, gut, da ist jetzt nur noch minimal was übrig. Ist okay. So, und dann nochmal von der Seite voll einmarschieren. King drauf, Queen drauf, Warden ist auch zur Verfügung. Jetzt kommt er auch. Die Valkyren schön rein. Die rennen etwas zickzack, aber erstmal auf den King vom Gegner. Und um da ein bisschen tiefer reinzukommen, dachte ich, schickst du mal noch einen Wutzauber drauf. Weil das Rathaus fällt auch nicht so ohne weiteres mal. Da ist ja nun auch schon einiges drin. Dann gucken wir mal, wie viel drin ist. 260. Naja, 240.000 waren nur noch drin. Okay. So, sind wir jetzt schon bei 1 Million durch. Ups, nächstes Lager kaputt. Na, da ist nur noch ein Goldlager übrig. Und dann habe ich abgebrochen, weil ich glaubte, dort unten nicht noch alles zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.